Schön, dass Sie wieder hineinschauen in dieses Kapitel 7. Da geht es um die Ziele von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ich würde Sie gerne ein bisschen bekannt machen mit drei generellen, man kann auch sagen übergreifenden Zielen, die sich mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung verbinden. Wenn wir das machen, dann geht es in dieser Episode eben um genau diese Zielsetzungen, woran sich als dritte Episode wiederum das Interview anschließt, das sich noch einmal befasst mit dem gesamten Kapitel. Und auch dieses wird wieder von Marianne Dehne geleitet, gesteuert, und sie wird die Fragen stellen und ich versuche, Antworten zu finden. Die Lernziele sind folgende: Sie sollten zumindest in einer ersten Annäherung wissen, um was es bei Gestaltungskompetenz geht. Sie hatten es in der ersten Episode am Ende schon einmal präsentiert bekommen. Also, da ging es um das Wissen, etwas in Gang setzen zu können. Da ging es um Partizipation zum Beispiel. Das ist jetzt in dieser Episode etwas weiter ausdifferenziert im Hinblick auf drei unterschiedliche Aspekte. Zweitens sollten Sie in der Lage sein, zu wissen, was sich unter interdisziplinärem Lernen verbirgt und wie man das zu verstehen hat. Zumindest an einem Beispiel sollten Sie am Ende dieser Episode dazu etwas sagen können. Und schließlich sollten Sie auch in der Lage sein, etwas über innovative Strukturen, die sich mit der Idee von Bildung für nachhaltige Entwicklung verbinden, zu sagen. Und das zumindest an einem Beispiel, nämlich am Beispiel der Schülerfirmen, genauer gesagt von nachhaltigen Schülerfirmen. Ich werde es heute ein wenig so handhaben, dass ich das mit filmischem Material unterlege. Das sind Beispiele aus dem Kontext der Schule, wie man Bildung für nachhaltige Entwicklung praktiziert und umsetzt. Und ich werde diese Beispiele zunächst so durchlaufen lassen und im Anschluss daran noch ein bisschen kommentieren. Bei der Gestaltungskompetenz geht es darum, dass man von der generellen Rahmung her eines solchen Kompetenzkonzeptes sagt, es muss möglich sein, die Schülerinnen und Schüler durch drei strukturelle, kann man sagen, Konzeptionen dabei zu unterstützen, diese Kompetenzen zu erwerben. Das erste betrifft ein Lernen, das interdisziplinär aufgesetzt ist, also nicht mehr nur über ein Fach. Zweitens geht es darum, dass Partizipationsfähigkeit erworben wird, gerade innerhalb des lokalen Umfeldes, also im größeren Kontext etwa der Schule und der, seine Situiertheit, zum Beispiel innerhalb der Kommune. Und drittens geht es darum, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung sich auch verbindet mit Veränderungen innerhalb des alltäglichen Schullebens selber. Nicht nur in dem Bezug darauf, dass man Projekte realisiert, das zum interdisziplinären Lernen führt, sondern dass es auch ganz andere Formen von Lerngelegenheiten, Lernmöglichkeiten im schulischen Kontext gibt. Diese Zielsetzungen sind seit 1998 ausformuliert und haben, wie man erwarten kann, inzwischen eine gewisse Tradition und auch eine Ausdehnung erfahren. Dazu sage ich gleich noch ein wenig mehr. Schauen wir uns das an, das interdisziplinäre Lernen. Sie haben schon das Phänomen kennengelernt, auch aus der Umweltbildung heraus, dass ein solches Lernen, das sich mit den Problemlagen dieser Welt beschäftigt, primär in Projekten stattfindet. Es ist aber dieses ja erstmal nur eine Lernform. Die Frage ist ja, wie kann man sich den Thematiken und den komplexen Problemen nachhaltiger und insbesondere nicht nachhaltige Entwicklung überhaupt zuwenden? Wie kann man dieses tun? Und eines der großen Probleme in diesem Zusammenhang ist, wie kommen wir aus den vielen, vielen Beispielen, die wir haben, etwa in Bezug darauf, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen, dass die Umwelt zerstört wird, wie kommen wir aus den einzelnen Beispielen heraus zu so etwas wie einem übergreifenden Konzept oder einer Clusterung, Gruppierung dieser vielen unterschiedlichen Phänomene? Und dafür kann man sagen, gibt es ein gutes Modell, nämlich das Konzept der sogenannten Umweltsyndrome. Umweltsyndrome, das sind, wenn man so will, Krankheitsbilder-Syndrome dieser Erde. Das Konzept wurde entwickelt vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen, WBGU. Das ist ein Beratungsgremium für die Bundesregierung. Und dieser wissenschaftliche Beirat hat das Konzept schon in den 1990er Jahren entwickelt. Mit dem Versuch zu sagen, wir haben sehr viele unterschiedliche Phänomene, etwa der Naturzerstörung, von nicht nachhaltigen Entwicklungsprozessen,
aber auch von sozialproblematischen Entwicklungsprozessen. Die lassen sich aber gruppieren. Und das ist das, was der WBU dann mit diesen Umweltsyndromen versucht hat zu machen. So gibt es zum Beispiel ein Syndrom, das nennt sich das Sahel-Syndrom. Das sehen Sie hier in der ganzen Komplexität einmal abgebildet in dem Schaubild. Man muss sich ja ein bisschen einlesen, um zu sehen, um was es da eigentlich geht. Also, wenn man sich dem Sahel-Syndrom, was, wie ich vermute, alle kennen, wenn sie zur Schule gegangen sind, ist das fast immer ein Standard innerhalb der Geografie, dass man sich damit auseinandersetzt, also der wachsenden Wüste in der Sahelzone aufgrund eben von Bodendegradation. Diese wiederum ist verursacht durch übermäßige Nutzung, Überweidungsprozesse. Diese werden erst möglich dadurch, dass das Vieh, was man dort hält, inzwischen eine bessere, auch tiermedizinische Versorgung erfahren kann. Und der Hintergrund dessen, dass man das Vieh, das man hält, immer weiter vermehrt, ist wenigstens einer dieser Hintergründe, ist, dass man es zum Reichtum zählt, möglichst großen Viehbestand zu haben, zeichnet Personen eben aus. Dadurch sind sie ja sozusagen von ihrem Status her in größerem Maße anerkannt. Hat man viele Tiere, braucht man natürlich größere Weideflächen, dehnt dieses immer weiter aus. Die Tiere müssen auch versorgt werden, dadurch braucht man mehr Wasser. Das Wasser muss man aus dem Grund ziehen, also sinkt der Bodenwasserspiegel und so weiter. Das ist ein ganzer komplexer Zyklus, in dem man sich bewegt in diesem Zusammenhang. Und das sind eben Phänomene, die kann man systematisch analysieren und sieht dann, es gibt da einen Zusammenhang zwischen der Biosphäre auf der einen Seite, aber auch der Hydrosphäre, also etwa dem Wasserhaushalt. Es gibt einen Zusammenhang wieder in Bezug auf die Bevölkerung und die wachsende Bevölkerung vor Ort, die eben auch deswegen wachsen kann, weil eine bessere medizinische Versorgung vorliegt. Dann verändern sich über solche Mechanismen natürlich auch die Wirtschaftsstrukturen, etwa durch die Viehhaltung, durch eine wachsende Bevölkerung entsteht eben auch ein Druck in solchen Regionen, also im Hinblick darauf, dass man die Bevölkerung dort auch noch ernähren kann. Das hat auch wiederum selbstverständlich seine Rückwirkungen dann auf den ganzen Bereich des Einsatzes von Wissenschaft und Technik. Entwicklungshilfe interveniert dann zum Beispiel etwa durch den Brunnenbau. Der Brunnenbau braucht technisches Gerät. Das ist auf der einen Seite sehr hilfreich für die Menschen, auch notwendig, damit sie sich weiter etwa ernähren können, hat dann aber eben wiederum Rückwirkungen auf die Anzahl etwa des Viehs, das man dort hält. So kann man, wenn Sie sich ein bisschen einschauen in dieses Bild, versuchen, Wechselbeziehungen und Strukturen zu erkennen, die dazu führen, dass man sagen kann, hier ist ein ganz komplexes Gebilde, wo man viele, viele unterschiedliche Aspekte bis in die Psycho- oder die mentalen Strukturen der Bevölkerung hinein analysieren muss, um das ganze Phänomen, dieses sogenannte Sahel-Syndrom, überhaupt in den Griff zu bekommen. Das Sahel-Syndrom heißt deswegen Syndrom, weil eben diese Prozesse der Bodendegradation, der Übernutzung, Überweidung etc. nicht nur zu identifizieren ist in der Sahelzone selber, sondern es gibt an vielen Orten dieser Welt ähnliche Phänomene. Ein weiteres Syndrom, sehr plastisch, ist das Syndrom der hohen Schornsteine. Also dass man sagt, wenn wir vor Umweltverschmutzung stehen und Konzentration von Umweltgiften, so können wir versuchen, dieses Problem dadurch zu bewältigen, dass wir das Gift gleichmäßig verteilen oder auch die Verschmutzung gleichmäßig verteilen. Wie macht man das? Etwa durch hohe Schornsteine. Dadurch wird der Ausstoß an Giften oder der giftigen Gase dann eben in breiterem Maße verteilt und ist nicht nur direkt vor Ort vorhanden. Das war etwa die Politik der hohen Schornsteine der 1950er oder 60er Jahre in Deutschland innerhalb des Ruhrgebietes, wo man das betrieben hat. Aber diese Phänomene gibt es eben, oder dieses Phänomen gibt es weltweit in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Orten. Ein anderes Syndrom wäre etwa das Favela-Syndrom, also dass sich eben im Kontext von großen Städten, gerade in den sogenannten Entwicklungsländern oder auch in Schwellenländern, Ortschaften ansiedeln, die dann wo man unter ganz schwierigen Lebensbedingungen nur existieren kann. Etwa ist die Wasserversorgung nicht da, es gibt kaum Elektrifizierung, man hat keine Möglichkeiten, Abfälle zu entsorgen etc. Und dieses Phänomen ist eben nicht nur eines, das sich in einer oder zwei Städten findet, sondern in sehr, sehr vielen Orten dieser Welt.
Das ist unter Syndrom zu fassen. Sie können das in diesem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats von 1996 sich noch einmal anschauen. Und dort werde ich das, oder das habe ich hinten noch mal in der Literatur aufgenommen, die Sie sich dann noch mal anschauen können. Wenn man jetzt noch sich das einmal anschaut, wie man ein solches Thema zum Gegenstand machen kann, so habe ich dazu einen kleinen Film, den wir gleich einspielen werden. Der zeigt, dass man sich mit Umweltsyndrom beschäftigen kann, eben nicht nur, indem man sich Phänomene in der sogenannten Dritten Welt anschaut, sondern es auch hier vor Ort tun kann. Ein Beispiel dafür ist die Beschäftigung einer Schule aus Berlin mit der Lausitz. Das ist ein Gebiet südlich von Berlin, in dem Braunkohle abgebaut wird. Und das ist ein klassisches Syndrom, nämlich das Raubbausyndrom, das wir etwa kennen in Bezug auf die Rodung des tropischen Regenwaldes. Das kennen wir aber auch im Hinblick auf die Überfischung von Fishbanks vor Neufundland, vor Island oder wo immer in der Welt. Und die Jugendlichen haben sich in diesem Fall eben mit der Lausitz beschäftigt innerhalb eines Projektes. Und das schauen wir uns einmal an, wie das gemacht wurde. Lernen mit Zukunft. Hier arbeiten Schüler der Lise-Meitner-Schule in Berlin an einem Projekt zu den Folgen des Braunkohleabbaus. Durch die fächerübergreifende Projektarbeit kommen die Elftklässler erstmals auch mit Fragen der Nachhaltigkeit in Kontakt. In einzelnen Gruppen skizzieren sie, wie verantwortungsbewusstes Handeln für die Zukunft vorstellbar ist. Für diese Aufgabe ist der Normalstundenplan für einen Monat außer Kraft gesetzt. Um die Auswirkungen des Braunkohleabbaus besser zu verstehen, arbeiten die Schüler mit dem sogenannten Syndromansatz. Dabei lernen sie, komplexe Zusammenhänge durch das Erstellen von Beziehungsgeflechten überschaubar zu machen. Für uns ist es ganz wichtig, dass den Schülern bei diesem Beziehungsgeflecht diese Vernetzung klar wird, dass es einfach nicht so sein kann, dass man sagt, ich habe erkannt, der Tagebau ist nicht sinnvoll und ich mache ihn einfach dicht. Diese Schwierigkeiten besser zu verstehen und diese Auswirkungen auch auf anderen Feldern mit zu berücksichtigen, das ist, denke ich, das, was wir uns als Ziel gesteckt haben und für Schüler schon als eine große Herausforderung ist, so etwas zu bewältigen. Also wir haben ja unser Zentrum, das Abbau der Braunkohle. Von dort aus gehen halt erstmal ziemlich viele Verstärkungspfeile, vor allen Dingen auch hier in den biologischen Bereich, also in die Biosphäre, die Hydrosphäre, die Atmosphäre und die Biosphäre hinein. Also neben ökologischen müssen die Schüler auch ökonomische und soziale Aspekte für ihr Schema berücksichtigen. Und meistens behalten sie dabei auch die Übersicht. Man muss nur einen Pfeil runterziehen, auf diesen Pfeil zu internationalisieren. Es gibt ganz, ganz viele komplizierte Situationen, die nicht einfach zu lösen sind. Wenn Sie das erkennen an Ihrem Schema, dann haben Sie schon einen großen Erkenntnisprozess erzielt für die Vernetzung dieser Systeme. Nach der theoretischen Vorarbeit folgt die anschauliche Praxis. Für eine Woche fahren die Berliner Schüler in die Lausitz. In Lauchhammer befinden sich die Stätten des ehemaligen Tagebaus, an denen die Schüler Bodenproben entnehmen und beobachten können, wie eine nicht nachhaltig arbeitende Industrie die Landschaft zerstört hat. Die Befunde jeder Entnahmestelle werden dabei genauestens dokumentiert. Die Schüler lernen aber auch, wie Teile der Landschaft wieder nutzbar gemacht werden können. Hier befinden sie sich an einem sogenannten Tagebau-Restsee, an dem während der letzten Jahre zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Sie entnehmen Wasserproben und messen an mehreren Stellen des Sees die Temperatur. Und wenn es darum geht, aus 2 Meter Wassertiefe eine Probe herbeizuschaffen, zeigen die Schüler jede Menge Einsatz, um auch dieses Datenmaterial zusammenzutragen. Es ist eigentlich Abenteuer-Life, kann man sich eigentlich so. Wir sitzen nicht so in einem Raum und kriegen dann irgendwelche Proben vom Lehrer. Ja, das ist das drin und so. Naja, und hier müssen wir einfach selber sehen, was wir mit unserem Wissen anfangen. Und es ist eigentlich schon umso einiges interessanter und könnte man öfter machen. In ihrer Unterkunft haben die Projektteilnehmer ein mobiles Labor aufgebaut. Hier können sie die gesammelten Daten analysieren und mit anderen Werten aus der Region vergleichen. So können sie Schlussfolgerungen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung ziehen.
Aber es sind nicht nur naturwissenschaftliche Kompetenzen, die hier gefördert werden. Was uns sehr, sehr wichtig erscheint, sind eher die Kompetenzen, die man nur in einem Projekt erwerben kann und nicht im normalen Unterricht, nämlich solche Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Eigenverantwortung, versuchen, Zeitmanagement zu erlernen, bestimmte Prozesse selbst zu steuern, die normalerweise von Lehrern vorgegeben werden. Die praktische und selbstständige Arbeit bedeutet für die Schüler mehr Spaß am Unterricht. Und das bringt Erfolge, die sich in Zukunft messen lassen. Was zeigt diese kleine Episode? Auf der einen Seite, das ist ganz offensichtlich, den Spaß, den die Jugendlichen daran hatten, sich mit diesem Phänomen, den Raubbau an der Natur in der Lausitz zu beschäftigen. Speziell eben mit den zurückbleibenden großen sozusagen Löchern in der Erde, die sich dann wieder mit Wasser füllen. Und was sie da interessiert hat, ist, was verändert sich eigentlich dann? Also wie sieht die Natur aus? Was ist die Wasserqualität? Was siedelt sich dort wieder an? Also, was hat man mitgenommen? Einen ganzen Set an Ausrüstung, hochprofessionell, um chemische Analysen betreiben zu können, um biologische Analysen zu betreiben zu können. Aber sie haben sich eben, wie Sie an diesem Film sehen können, nicht nur damit beschäftigt, sondern ihr Interesse galt auch den sozialen Auswirkungen vor Ort. Also, welche Konsequenzen hat das für die Menschen, wenn sie etwa, wenn die Bagger fortschreiten, umsiedeln müssen? Da fallen ja ganze Dörfer dem Abbau der Braunkohle zum Opfer. Sie haben sich aber auch gefragt, gibt es Möglichkeiten, dass man, wenn dieser Raubbau schon passiert ist, am Ende dann doch wieder zu Verhältnissen kommt, wo man sagen kann, da entsteht auch etwas Neues. Und da ist dann schon, wie Sie etwa an den Bildern gesehen haben, durchaus eine Perspektive, dass da ja auch so etwas entsteht wie ein neues und ganz attraktives Freizeitgelände an diesen großen Seen mit einem am Ende doch sehr klaren und auch sehr schönen Gewässer. Was daran interessant ist, auch zu sehen an diesem Film, ist in der Anfangssentenz, wie ein Lehrer versucht, ein solches Umweltsyndrom mit den Schülern gemeinsam zu erarbeiten, dass man versucht, die unterschiedlichen Perspektiven, die man haben muss, die Ökosphäre mitzunehmen, die Pädosphäre mitzunehmen, dass man alles dieses versucht, in den Griff zu bekommen und die Beziehungsstrukturen vorher diskutiert und erörtert, bevor man dann im Feld eine genauere Analyse betreibt. Und Sie haben es auch in dem Interview gesehen, wenn man am Ende die Schülerinnen und Schüler fragt, was sie daran attraktiv fanden an diesem Unterricht, dann ist es genau dieser Projektcharakter, dass man sich die Dinge erarbeitet, nicht in der Form, dass man zunächst mal sagt, ja, jetzt im schulischen Kontext machen wir ein halbes Jahr die Grundlagen, die physikalischen, die chemischen etc. und gehen dann vor Ort, sondern dass man sich dieses eben vor Ort aneignen kann, es gemeinsam tun kann, um dann das Phänomen systematisch zu erschließen, in den Griff zu bekommen. Und so ist wenigstens meine Vermutung und Erwartung, davon auch noch weiß, nach einem halben Jahr oder vielleicht noch später im Leben, während man vom traditionellen Unterricht oftmals ja nicht sehr viel behält, wenn er dann vorbei ist, beziehungsweise wenn der Test geschrieben wurde. Soweit zum interdisziplinären Lernen, das an diesem Beispiel, glaube ich, ganz schön deutlich wird. Ein zweiter Aspekt, der auch zu den generellen Zielstellungen gehört, der Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist die Idee der Partizipation und diese zu fördern. Dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wie dieses geschehen kann. Partizipation meint eben nicht nur, dass man im Unterricht selbst mitentscheidet, um welche Themen es gehen kann, dass man selber sozusagen konzeptionell daran arbeitet, wie ein Projekt ausfallen kann, sondern Partizipation heißt in vielen Fällen eben auch deutlich vor Ort innerhalb der Kommune etwas mitzutun und mitzugestalten. Das hat manchmal nur einfache Modelle und Vorstellungen gehabt, auch in der Tradition, etwa, dass man Patenschaften übernommen hat für einen Bachlauf zum Beispiel und in den banalsten Fällen, wie die Anfänge sich ausgestalteten, da ging es eben nur darum, dass man sagte, halten wir doch diesen Bach sauber. Inzwischen ist es aber so, dass eben die Ausgestaltung der Kommune ein großes Thema geworden ist.
Also da geht es eben darum, dass man sagt, vielleicht gibt es eine Brachfläche, was machen wir mit der? Gestaltet man die aus, dass wir einen Fußballplatz bekommen? Oder sagt man, da könnten wir einen kleinen Park machen, das auch interessant wäre, es wäre interessant, diesen Park zu haben, auch für das vielleicht noch anliegende Altenheim zum Beispiel. Dieses ist ein Thema, mit dem sich etwa im Kontext von Partizipation beschäftigt wird. Oder dass man sagt, ja, Teilhabe an der Entwicklung eines Stadtteils ist ein wichtiger Aspekt. Das ist derzeit zum Beispiel in Berlin die Diskussion um das sogenannte Tempelhofer Feld. Der Flughafen Tempelhof wurde ja geschlossen und die Frage ist, was macht man mit dem großen Gelände? Wie gestaltet man das aus? Wird man da nur eine internationale Gartenbauausstellung haben, eine Gartenbauausstellung haben und dann nochmal vielleicht eine internationale Bauausstellung im Jahre 2020? Oder ist es auch ein Nutzungskonzept für die Anrainer, was wir da entwickeln können, oder für die Schulen vor Ort? Und um diese Dinge rankt etwa aktuell die Diskussion, wie kann man sich da als Schule, als Gruppe von Schülerinnen und Schülern unter Nachhaltigkeitsaspekten einbringen. Und ein drittes Thema in diesem Zusammenhang ist das gemeinwesenorientierte Lernen. Also man findet das manchmal auch unter anderen Termini. Sie können das etwa selber recherchieren unter Service Learning. Das ist ein Konzept, wo man sagt, Schule ist ja nicht ein isolierter Raum, nicht nur jenseits der Kommune, sondern wir selber sind ja sozusagen Teil einer Gemeinschaft, für die wir uns auch engagieren müssen. Und Service Learning oder gemeinwesenorientiertes Lernen heißt, dass man einen Teil der Unterrichtszeit dafür verwendet, für andere und mit anderen gemeinsam etwas tun. Also, das kann zum Beispiel bedeuten, dass man in einem Altenheim Menschen etwas vorliest. Das kann die Betreuung von Kindern sein, das kann das Engagement einer Umweltgruppe sein. Das kann aber auch bedeuten, im Rahmen des gemeinwesenorientierten Lernens, dass man sich für die Freiwillige Feuerwehr vor Ort engagiert. Gemeinwesenorientiertes Lernen heißt aber nicht nur, diese Tätigkeit nachzugehen, sondern sie im schulischen Kontext auch zu reflektieren. Also über die Einstellung, auf die man getroffen ist, die Perspektiven, die andere haben, die Menschen, mit denen man da konfrontiert wurde, mit denen man zusammengearbeitet hat, die Bedeutung der eigenen Tätigkeit zu reflektieren, was man besser machen kann, wie man mit anderen Menschen kommuniziert, mit anderen Generationen zum Beispiel. Das gehört hier zum Thema Partizipation. Dazu werden Sie in folgenden Kapiteln noch ein bisschen mehr hören und sicherlich auch noch die eine oder andere Filmsentenz sehen. Schließlich, drittes Ziel. Das sind die innovativen Strukturen. Innovative Strukturen heißt, dass man innerhalb des schulischen Kontextes nicht nur den Fachkanon auflöst und Projekte realisiert, sondern dass man auch ganz neue Formen des Lernens mit einführt, jenseits der Projektmethode. Und ein wichtiges, zentrales Beispiel in diesem Kontext ist das nachhaltige Wirtschaften. Es gibt inzwischen an vielen Schulen Vorreiter. Wenn Sie sich das anschauen wollen, ist sicherlich immer noch das Land Niedersachsen. Viele Schulen, die haben eine oder auch mehrere Schülerfirmen. Da arbeiten Kinder oder Jugendliche gemeinsam und unterhalten ein kleines Unternehmen. Und wenn es gut geht, machen sie dieses hochgradig professionell. Sie gründen eine Genossenschaft, manche haben eine Aktiengesellschaft etabliert. Und das Ziel ist immer auch, also wenn nicht einen großen Gewinn zu machen, so doch wie sagt man so schön, zahlungsfähig zu bleiben und nicht pleite zu machen mit dem kleinen Unternehmen, das man hat. Es geht nicht um die großen Gewinne. Eigentlich geht es auch nicht primär um das Geld, sondern darum, dass man neue Lernformen entwickelt, von denen man sagen kann, sie sind gerade für Jugendliche, die das Interesse an den klassischen Formen des Unterrichts verloren haben, wahnsinnig spannend oder interessant. Dazu gehören zum Beispiel Fahrradwerkstätten, die man einrichtet, oder ein kleines Büro für sanften Tourismus, das man versucht zu sagen, so lässt sich sanfter Tourismus vor Ort realisieren. Man kann mit dem Tourismusbüro vor Ort zusammenarbeiten zum Beispiel. Man kann aber auch selber Angebote machen, wie man zum Beispiel ein Wochenende ausgestalten kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu attraktiven Lokalitäten in der Region. Dazu gehört, dass man Läden hat, die sich mit Fair Trade beschäftigen, oder dass man etwas im Kontext des Leasings vergibt. Dazu gehören zum Beispiel wunderschöne Ideen wie die, dass man auch Kunstobjekte leasen kann für eine bestimmte Zeit, von Schülern gemacht, manchmal aber auch
den Schülern von Künstlern zur Verfügung gestellt. Ein Beispiel würde ich Ihnen gerne am Abschluss dieser Episode zeigen. Das betrifft eine Fahrradwerkstatt, die in Niedersachsen realisiert worden ist von einigen Schülern. Dazu jetzt ein Beispiel im Film. Spot an für die Haupt- und Realschüler aus Wiefelstede. Die niedersächsischen Firmengründer haben heute viel zu tun. Ihre nachhaltige Schülerfirma Bikershop führt in der Orientierungsstufe eine große Fahrradkontrolle durch. Dafür sind nicht nur die Spezialisten aus der Schülerfirma, sondern auch die kontrollierenden Profis erschienen. Der Bikershop ist ein Wahlpflichtfach für die 10. Klassen, das in Wiefelstede seit 3 Jahren angeboten wird. Die Firma repariert, recycelt, verleiht und verkauft Fahrräder. Strukturen und Arbeitsabläufe sind denen einer richtigen Firma bis ins Detail nachgebildet. Also erstmal, Polizei guckt nach, was kaputt ist oder was nicht funktioniert. Und dann vom Büro von uns wird dann geguckt und dem Büro das gesagt. Das Büro füllt so einen Zettel aus und gibt uns den dann. Und wir werden dann versuchen, das soweit alles in Ordnung wieder zu machen. Für den Bikershop haben sich die Fächer Arbeit, Wirtschaft und Technik zusammengeschlossen. Außergewöhnlich ist, dass Haupt- und Realschüler hier gemeinsam ein Projekt gestalten. Und die Zusammenarbeit funktioniert bestens. Hier haut das hundertprozentig hin. Das kann man also wirklich ganz toll, finden wir das. Weil in anderen Schulen wird das teilweise nicht gemacht, dass gleich repariert wird, sondern es wird eben so gehandhabt, dass dann gesagt wird, ja, stellt selbst zu Hause die Mängel ab und führt dann wieder bei den Lehrern die Fahrräder wieder vor. Das klappt natürlich nicht so. Und da ist auch der Ansporn einfach nicht so gegeben. So gehen die Kinder dann gleich hin, sehen, dass das gleich repariert wird. Sie wissen meistens vorher ja auch schon selbst um die Mängel und dann läuft das sehr gut. Die schweren Fälle, bei denen die Reparatur etwas aufwendiger ausfällt, landen im Werkstattkeller der Schülerfirma. Lehrer sind hier unten eher selten anzutreffen, denn hier geht es vor allem um selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen. Die Schüler treffen sich nicht selten auch in den Pausen und nach Schulschluss in der Werkstatt, um sich um Fahrradanhänger und Leihräder zu kümmern. Mit ihrem Werkzeug können sie auf alle Fälle umgehen. Wenn man sich den normalen Schulunterricht anschaut, beziehungsweise wenn man sich überlegt, wie es bei der Schule selber war, dann muss ich doch feststellen, dass die Schülerfirma eine Möglichkeit bietet, über den normalen Rahmen hinaus Sachen zu lernen, und die man im normalen Unterricht nicht machen kann. Also zum Beispiel arbeitsteilig zu arbeiten, aber doch eben zielgerichtet, dass alles die einzelnen Arbeitsschritte am Ende wieder zusammengefasst werden. Wir verstehen uns alle gut, kommen gut miteinander aus, und wenn es Schwierigkeiten geben sollte, dann hört der eine oder der andere den anderen zu, lässt ihn noch ausreden und dann geht das eben halt durch. Wie war seine Meinung oder wie war sein Vorschlag, ist das gut, ist das schlecht? Und dann überlegen wir das, ob das gut war, dann machen wir auch diesen Vorschlag oder wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist nicht so, dass wir uns zanken oder uns ärgern oder ständig offen einen auf den Keks gehen. So ist das nicht. Wir sind ein gutes Team und das wird weiter so gehen. Die Erlebnisse, die die Schüler mit dem Bikershop haben, sind vor allem Erfolgserlebnisse. Die Schülerfirma gibt ihnen das Gefühl, etwas bewirken zu können. Das Projekt wirkt integrierend. Denn wenn es im Bikershop erfolgreich läuft, wächst auch das Selbstvertrauen in anderen Fächern. Selbstverständlich lässt sich aber auch dieses Modell einer nachhaltigen Bildung noch verbessern. Wir führen im Rahmen des Projektes, was von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert wird, auch ein Nachhaltigkeitsaudit mit den Schülerfirmen jetzt im 2. Projektjahr durch. Das heißt, die müssen also sich überlegen, in jedem der 3 Bereiche, im sozialen, ökonomischen und ökologischen Bereich, welchen Schwerpunkt sie in diesem Schuljahr setzen möchten, müssen den Ist-Zustand erheben und sollen dann praktisch sich Maßnahmen zur Verbesserung überlegen und am Ende des Jahres schauen, inwieweit sie sich verbessert haben und das eben auch dokumentieren. Zu einer richtigen Firma gehört neben einer Werkstatt natürlich auch ein Büro, das den Überblick behält. Das ist mal was anderes als nur der stumpfe Unterricht. Ja, hier sitzt man nicht nur so rum und muss stumpf lernen, sondern man kann auch mal richtig was machen. Hier ist man sein eigener Herr. Man hat keine Lehrer als Vorgesetzte, nichts. Nee. Wer ist denn dein Vorgesetzter? Peter. Und ist der streng? Im Büro lernen die Schüler Grundzüge unternehmerischer Abläufe kennen. Und die Aufgabe der Lehrer wird, genau wie in der Werkstatt, auf eine ratgebende Funktion reduziert. Was ist das Attraktive an dieser Fahrradwerkstatt? Wenn Sie noch einmal rekapitulieren, was der Lehrer sagte,
was die große Bedeutung dieser Fahrradwerkstatt ist, dann sagte er, das Zentrale sei, dass die Lernmotivation gesteigert wurde. Dass Jugendliche, die eigentlich kein großes Interesse mehr an der Schule haben, ganz deutlich wieder motiviert sind, sich mit bestimmten ganz fachlichen Inhalten zu beschäftigen. Wer etwa ein Fahrrad referieren will, da wäre es schon wichtig, ein bisschen aus der Mechanik zu kennen und vielleicht auch etwas über Übersetzungsverhältnisse zu wissen. Und das kann man zum Beispiel innerhalb der Physik erwerben, solche Kenntnisse. Und oder auch in der Mathematik, die hat dann eine gewisse Bedeutung. Und wenn man dann eine Rechnung schreibt für ein repariertes Rad, dann ist es natürlich hochgradig peinlich, wenn man da lauter Rechtschreibfehler hat oder sich permanent verrechnet. Also gewinnen diese Jugendlichen wieder auch ein deutliches Interesse daran an schulischen Inhalten. Und viele Erfahrungen inzwischen sagen, dass gerade diese Schülerfirmen, diese Form des Unterrichts dazu führt, dass die Lernmotivation dermaßen gesteigert wird, dass Jugendliche, die eventuell gar keinen Hauptschulabschluss mehr gemacht hätten, ihn doch erreichen oder diejenigen, die allenfalls einen Hauptschulabschluss erwarten ließen, dann das Niveau eines Realschulabschlusses erreichen. Das ist ein, wie ich finde, ausgesprochen positiver Effekt. Es geht aber nicht nur darum, sondern es geht darum, dass diese, wie Sie sehen, gesehen haben, Kinder und Jugendlichen ein deutliches Interesse daran gewinnen, gemeinsam etwas zu gestalten. Also es ist auch sozusagen ein sozialer Aspekt, der eine große Bedeutung daran hat, dass sie, gerade weil es sich auch um unterschiedliche Schulformen, die hier zusammengearbeitet haben innerhalb dieses Projektes oder innerhalb dieser Schülerfirma, dass diese unterschiedlichen Jugendlichen zusammenkommen, sich damit auseinandersetzen, wer macht hier was, also welche Hierarchien und welche Strukturen haben wir, wie können wir eine Kooperation effektvoll realisieren. Das macht eben solche Schülerfirmen hochgradig attraktiv für die Jugendlichen und diese Schülerfirmen haben inzwischen eine deutliche Expansion erfahren. Es gibt davon in etwa in Niedersachsen mehrere hundert inzwischen, die sich genau auf diesem Pfad begeben, um neue Lernformen zu etablieren und das im Kontext der Nachhaltigkeit zu tun. Dazu gehören Fahrradwerkstätten allemal. Und wie Sie gesehen haben, entstehen auch neue Geschäftsideen in diesem Zusammenhang, dass man aus dem Fundbüro oder beim Fundbüro sich Fahrräder ersteigert, diese dann wieder repariert und zum Beispiel anbietet für Touristen vor Ort, dass sie sich ein Fahrrad bei denen leihen können oder auch dieses verkauft. Aber primär und im Fokus, muss man sagen, steht da nicht diese Idee, gemeinsam durch Handeln etwas zu lernen, was für die nachhaltigen Entwicklungsprozesse von hochgradigen Bedeutung ist. Damit haben Sie die drei zentralen, generellen, übergreifenden Zielstellungen der Bildung für nachhaltige Entwicklung kennengelernt. Ich gebe Ihnen noch einen Literaturtipp, der bezieht sich auf das Syndromkonzept, das ich Ihnen vorgestellt habe. Es ist das Jahresgutachten von 1996 des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung. Schauen Sie einfach einmal hinein, das gibt es auch in einer Kurzversion. Da haben Sie einen guten Einblick in die Sache. Da finden Sie auch die komplexen Grafiken noch einmal wieder. Und ich würde Ihnen nochmal anempfehlen, sich die Werkstattmaterialien bei Transfer 21 anzuschauen. Auch da finden Sie einige Beispiele, wie man dieses Konzept umsetzen kann. Ein Hinweis zum Selbststudium noch und ein Lesetipp, nicht nur das Syndromkonzept sich anzuschauen, sondern derzeit stark in der Diskussion ist ein neues Gutachten. Da geht es um die große Transformation, also wie schaffen wir gesellschaftlichen Wandel in Richtung von nachhaltiger Entwicklung. Dazu ist das neue Gutachten des WBGU erschienen mit für unter dem Stichwort Resonanzfähigkeit wichtigen Aussagen, dass nämlich der WBGU sagt, wenn wir in Richtung von nachhaltiger Entwicklung uns bewegen müssen, und das müssen wir, dann haben wir dort nur eine Chance, wenn wir zwei Dinge stärker nach vorne stellen, nämlich auf der einen Seite wissenschaftliche Erkenntnisse und auf der anderen Seite, wie schön, für dieses Thema Bildung. Danke fürs Zusehen.